Heute möchte ich eine kleine neue Serie starten, und zwar das ABC. In dieser Reihe möchte ich einfach ganz kurz, ganz knapp die wichtigsten Punkte von bestimmten Sachen vorstellen. Einmal kann es eine App sein, einmal kann es ein Service sein, einmal kann es eine Börse sein und so weiter. Heute starten wir mit Crypto.com. Viel Spaß beim Schauen. Crypto.com ist dir bestimmt schon ein Begriff. Dabei handelt es sich um eine Kryptobörse, wo du deine Kryptowährung kaufen, verkaufen, aber auch halten kannst und Zinsen dafür bekommen kannst. Zu den weiteren Funktionen kommen wir dann im Verlauf des Videos. Wenn du die ganze Börse nutzen möchtest, dann kannst du das leider nicht über deinen PC tun, sondern du brauchst die App entweder vom Google Store oder eben vom Apple Store. Da kannst du das Ganze kostenlos downloaden und auch nutzen. Die Apps sind einwandfrei, da kann man nichts dagegen sagen. Von den Apps zu der Firma. Die Firma an sich ist eine inzwischen sehr große Firma. Das können wir uns hier über Company About anschauen. Und zwar, wenn wir dann hier einen Ticken runter scrollen, sehen wir dann hier, dass die inzwischen ungefähr 4000 Mitarbeiter haben, 30 Communities, 10 Millionen Nutzer in über 90 Ländern. Wie du also siehst, 10 Millionen Nutzern ist in der Kryptoszene schon eine große Nummer. Dementsprechend hast du hier auch keine kleine Plattform, die nichts ausmacht. Du siehst dann hier das Team. Man kennt den Mann vielleicht schon irgendwo her, das ist eben der Gründer. Aber das soll jetzt auch hier keine große Rolle spielen. Wenn du hier mehr Details über die Firma wissen möchtest, dann müsstest du dich einfach mal selber einlesen. Aber du siehst halt einfach hier alles ziemlich transparent, alles schick und gut. Wo wir jetzt auch hier bei dem Thema Transparenz sind, können wir einmal kurz zu den Partnern rüberschauen. Das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Es könnte dich vielleicht beeindrucken, weil die Partnerschaften doch schon sehr bekannt sind. Aber das zeigt halt einfach, wie gut das Unternehmen läuft, wie viel Kapital die einfach zur Verfügung haben, um da einfach so Sponsorings rauszuhauen. Wir schauen einmal die Sponsorings an. Hier die Crypto.com Arena. Die kennst du vielleicht unter dem Namen Staples Center. Die wurde jetzt umbenannt, dann FIFA World Cup Katar 2022, Formel 1, UFC, Paris Saint-Germain, Serie A und. Du siehst also hier, das sind wirklich sehr namenhafte Vereine und teilweise ganze Unternehmen, die hier halt einfach das Sponsoring haben. Wenn du dann mal schaust, so eine Arena, das macht halt einfach Eindruck und das kann sich natürlich positiv für die Kryptoszene, für Crypto.com, aber auch für dich entwickeln. Die ganze ABC-Geschichte, also diese Videoreihe, die soll jetzt nicht unbedingt dir sagen, ob das gut ist oder schlecht ist, sondern das soll dir halt einfach die ganzen verschiedenen Facetten zeigen, so dass du weißt, was ist das für ein Produkt, was kann das Produkt, ist es vielleicht interessant für mich, das Produkt, und wenn du dann sagst, ja, das ist interessant für mich, dann kannst du dir meine anderen Videos anschauen und schauen, ob ich das Ganze empfehle oder eben nicht. Das ist halt einfach mal so ein Einblick in der kurzen Zusammenfassung für dich. Deswegen halten wir uns jetzt hier nicht lange auf und gehen weiter. Wenn du jetzt sagst, NFTs sind für mich interessant, dann kann dir Crypto.com hier unter dieser Schaltfläche, wo du auf eine andere Seite von Crypto.com weitergeleitet wirst, auch behilflich sein. Du kannst hier nämlich NFTs kaufen und verkaufen. Einfach so für dich jetzt zur Information. Und jetzt kommen wir eben zu den Produkten, wo einfach hier Crypto.com ein Spitzenreiter ist, meiner Meinung nach. Wir gehen dazu hier auf Produkte und schauen uns das Ganze an. Die App habe ich dir bereits vorgestellt. So sieht die ganze Geschichte aus. Wie gesagt, du kannst sie im App Store und im Google Play Store downloaden. Dann haben wir hier Crypto.com NFTs, wo wir eben, wie gesagt, auf die andere Seite weitergeleitet werden, wo du dir die verschiedenen NFTs anschauen, kaufen und verkaufen kannst. Dann haben wir meiner Meinung nach das Highlight. Ich persönlich feiere das Ganze. Man kann mich hier, wie gesagt, Fanboy nennen, aber mir gefällt das Ganze. Wo kriegst du heutzutage noch etwas geschenkt? Eigentlich nirgends. Hier schon. Und zwar gibt es hier Karten. Eine Karte, die brauchst du vielleicht nicht täglich, aber wenn du einkaufen gehst, wenn du tanken gehst und so weiter, kann man die dann schon brauchen. Ich will hier gar nicht groß drauf eingehen, dazu habe ich bereits Videos gemacht. Du kannst aber hier mit der Midnight Blue für 0 Dollar 1% Cashback auf deine Einkäufe bekommen. Wenn dich das ganze Thema interessiert, schau dir meine anderen Videos an. Dann kannst du hier nämlich einfach sozusagen beim Einkaufen dein 1% zurückbekommen und so auch indirekt Geld sparen. So viel zur Karte, die ist eigentlich hier so der Hauptpunkt.
Je nachdem, welche Karte du nimmst, gibt es hier natürlich auch noch mehr Vorteile. Ab der grünen und der lila Karte gibt es sogar noch 10% Zinsen jährlich obendrauf. Das hier an der Stelle soll es für die Karte langen. Dann gibt es Crypto.com Pay, und zwar, du kannst hier Geld an Freunde verschicken, du kannst dir iTunes-Karten kaufen, du kannst dein Handy aufladen, so Sachen kannst du machen, und du kannst hier teilweise sogar noch zusätzlich 10% in Crow erhalten. Dann haben wir hier noch die zwei Punkte Crypto Earn und Crypto Kredit. Bei Crypto Earn bekommst du bis zu 14,5% auf deine Kryptos. Das mag jetzt für den einen oder anderen zu viel sein, für den einen oder anderen zu wenig sein. Hier gab es eine Anpassung im April, das ist ein bisschen gesunken, das soll jetzt aber nicht wichtig sein, dazu gibt es ein Video, das Ganze soll nur eine Zusammenfassung sein. Und zwar kannst du hier hingehen und sagen, ich möchte hier irgendwas staken, und dann siehst du, du bekommst zum Beispiel diese Prozente, hast dann nach dem Zeitraum dieses Geld. Wie gesagt, wenn dich das Ganze interessiert, schau dir meine anderen Videos an, aber auch wenn du hier vielleicht nicht die meisten Prozente bekommst und es Plattformen gibt, wo vielleicht du mehr bekommen würdest, wenn du Crypto.com Nutzer bist und sagst, ich möchte nicht rumexperimentieren, ich habe meine zum Beispiel Bitcoin gekauft, ich möchte die nicht erst irgendwo anders hinschicken und dann dort staken, dann kannst du die hier einfach bequem hinlegen, zum Beispiel für 3 Monate, und dann bekommst du da einfach ein paar Prozente drauf. Das muss ja nicht viel sein. Das ist dann halt einfach nur ein kleiner Zins, den du bei der Bank sowieso nicht bekommst. Und bevor deine Kryptowährungen da gelangweilt auf deinem Kryptokonto rumliegen, verdienen die passiv für dich einfach noch dazu. Dann gibt es noch den Krypto-Kredit. Zum Kredit möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Du könntest hier einen einfach sozusagen nehmen oder beantragen. Würde ich dir aber nicht empfehlen. Ich empfehle generell keine Kredite für so kleine Sachen. Investiere nur das Geld, was du hast und was du auch bereit bist zu verlieren, und verschulde dich nicht extra deswegen. Dann gibt es unter Produkte noch hier die Exchange. Da kannst du dann einfach nochmal anders, genauer handeln, auch kostengünstiger. Aber dazu wird es noch ein Video geben. Dementsprechend weißt du einfach hier Bescheid, dass es sich nochmal um eine andere App handelt. Und dann kommen wir hier zum DeFi-Sektor. Der DeFi-Sektor, den kennst du, wenn du meine Videos schon geschaut hast. Da handelt es sich dann zum Beispiel um die Kronos-Chain mit MMF, VVS, MMO, MAD und wie die ganzen Produkte nicht heißen, wo du einfach passiv Geld verdienen kannst, dadurch, dass du zwei Münzenpaare verheiratest und die dann dort liegen lässt. Wenn dich das Ganze interessiert, dazu gibt es tausende Videos auf meinem Kanal, schau da gerne vorbei. Ansonsten gibt es hier eben noch Earn. Earn heißt, dass du bei zum Beispiel Crow Staking ungefähr 12% dazu bekommen willst. Hier steht noch 16, das Bild ist alt, aktuell sind es plus minus 12%, die du jährlich auf deine Crow Münzen bekommen würdest. Dazu gibt es ein Video, ich wiederhole mich, ich weiß, aber wie gesagt, es soll nur eine kleine Zusammenfassung hier sein. Dann gibt es eben hier noch Swap, und zwar kannst du einfach auf der DeFi Chain von Kronos einfach deine Münzen tauschen. Das schauen wir uns jetzt auch nicht weiter an. Und dann hast du eben hier nochmal die zwei Funktionen, die schauen wir uns jetzt auch nicht an. Du kannst dann hier über Learn nochmal schauen, was gibt es Neues und so weiter. Das sollen wir jetzt aber nicht machen, weil es sonst den Rahmen sprengt. Das Wichtige für dich ist einfach, wenn du hier hingehst und die App nutzt, die wirklich umfangreich ist, aber trotzdem auch sehr gut, dann kannst du zum Beispiel hier über die blaue Schaltfläche mit dem Kopf draufklicken, auf Missionen gehen. Und du kannst bei Missionen jeden Tag einen Diamanten abholen. 25 Diamanten sind dann wieder eine Überraschungskiste, wo eine Bronzebox, eine silberne Box oder eine goldene Box drin sein kann. Und die beinhalten dann eben verschiedene Crows. Und in dieser Kiste kann dann zum Beispiel ein Crow enthalten sein, und den kannst du dann zu deiner freien Verfügung nutzen. Den kannst du wieder in Euro umtauschen, den kannst du halten, den kannst du swappen. Und den kannst du natürlich auch investieren in irgendwelche Geschichten. Wenn du Freunde empfiehlst oder zum Beispiel meinen Link unten in der Beschreibung nutzt, weil du noch kein Konto hast, dann bekommst du $25, wenn du die eine Karte bestellst. Und du hast halt hier nochmal Kartübersicht, wo du halt eben mit der Karte deine Transaktionsverläufe sehen kannst, wie viel Geld du auf der Karte hast und das Geld auch aufstocken. Das soll jetzt eigentlich von dem ABC schon gewesen sein. Du weißt jetzt also hier, dass es hier um eine Kryptobörse handelt, mit vielen Zusatzfunktionen und das meiste eigentlich in eine App. Wenn du Spielereien mit der Exchange oder mit der DeFi Wallet machen möchtest, bräuchtest du noch eine zweite bzw. eine dritte App.
Das ist aber nicht verpflichtend. Die Hauptfunktion gibt es in der ersten, in der normalen Crypto.com App. Und das soll es auch mit dem Video schon gewesen sein. Zu der Exchange kann man hier noch sagen, wie das Bild zeigt, die könntest du auch am PC nutzen. Alles andere wirklich nur über die App. Das soll es jetzt aber auch wirklich mit dem Video gewesen sein. Lass mir gerne in den Kommentaren eine kurze Nachricht da, ob dir so kleine, kurze, kompakte Vorstellungen zu verschiedenen Plattformen oder Programmen oder Services gefallen. Ich möchte in Zukunft zum Beispiel noch die Kronos Chain in einer kurzen Zusammenfassung vorstellen und die einzelnen Produkte. Einfach damit du dann weißt, wo kann ich wie was machen, wie funktioniert was und. Wie gesagt, wenn dir sowas gefällt, dann ab in die Kommentare damit, einen Daumen nach oben und lass mir gerne auch ein Abo da und dann sehen wir uns schon im nächsten Video zukünftiger Kryptorentner.